versuchst dann, dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist ein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Es gibt zwei Möglichkeiten, über die Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Klar. Dadurch ist jetzt gerade, sind gerade Menschen gestorben, aber okay. Ab nach Arcadia. Ach, das sind die Pumpen hier an der Seite. Tja. Tja, ich würde sagen, das war's dann wohl mit dem U-Boot, wa? Ist sehr ärgerlich. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Nein. Arcadia. Zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren Rom steht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Okay. Das ist nicht gut. Viel zu offen. Geh zur Metro Station. Das ist fucking viel zu offen. Ja. Ach ja, im Teegarten ist also auch gleichzeitig der Friedhof. Tür geht nicht auf, zum Glück, danke dafür. Das ist doch aber auch ein Krematorium hier, oder? Also das ist doch die große Kette. Das ist übrigens kein Tee. Als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Hm. Ich würde pauschal... Was meintest du, Dummkopf? Es ist wunderschön. Ne. Na Gott, nochmal, ist da jemand? So, Rapture Metro.
Ach so, das ist nur ein Rundgang, oder? Dahinter? Ah, nee, warte mal. Ach du Scheiße. Ach du Heilige, da hinten will ich hin. Ja, natürlich, ganz am anderen Ende der Welt. Ist ja. Kannst du mir helfen? Gib mir eine Sekunde. Oh Gott, bitte, hilf mir doch jemand! Die sind überall! Das. Nee, 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 nee. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgefüllten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein, sogar zwei Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teegarten. Na dann. Ein verdammt ungutes Gefühl. Wo ist er hin? Der kann doch nicht weg sein. Nein, okay. Wo soll der denn hin? Was? Ich sehe das nochmal, wenn ich da lange genug drauf gucke. Alles klar, Junge. Er ist nach oben weggelaufen, okay. Der war hier. Der ist unsichtbar, der Typ. Nein, ich will keine Zigaretten rauchen, danke. Ah ja. Ah, alles klar. Splicer. Erhöht den Schaden Houdini Splicer anfällig gegen Antipersonenmuni. Kann ich den nicht töten? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Houdini-Splicer hört sich nämlich nicht gesund an. Bleib hier, ich will dich fotografieren. Leute, warum
ist das denn gerade alles so? Achso, weil ich da hinten drauf geguckt habe, nicht wegen des Objektivs, okay. What? Alter. Achso, das ist noch die nächste Klasse. Du. Du Bastard, Alter. Ich glaube, dir hackt's. Zum Glück hatte ich den schon mal angefragt. Aua. Genbank, okay. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Hm. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf den Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Mhm. Schön, den Verbandskasten wieder haben. Dankeschön. Oh, da ist nochmal eine Bandage. Zack. Noch was. Bisschen Muni. Autohacker kann ich nicht mitnehmen. Ups. Alter Schwede. Nee. Oh, hoppala. Männer sorgen sich immer um ihre Potenz. Die Sorgen kann ich ihnen nehmen. Ich kann dir die Sorge nehmen, eine Sorge zu haben. Wenn du nicht taub bist, kannst du keine Sorgen haben. Jo, Mr. Palette, entspannen Sie sich. Ich muss aufpassen, ich brauche was zum Einkaufen. Ich brauche wieder Schrotmoni. Oh, hoppala, da habe ich erst gesehen jetzt. Ne, ich habe ja nur die eine. Hätte der mich auch angegriffen, wenn ich ihn vorher nicht angegriffen hätte? Hm. Fragen über Fragen. Ach ja. Uff. Uncool, hat er mich gesehen. Wenn ja, von wo kommt er? Das war leider knapp daneben, der auch. Der hat allerdings zweimal gesessen. Da oben war aber eben auch noch einer. Wo ist der hin? Ich... schon. So, danke. Das ist auch sehr vertrauenserweckend hier. Oh. Pff. Ja, ne? Wait, das war ein Headshot. Hier ist noch einer und noch einer. Das wird dich nicht retten. Arschgesehen.
Alter. Du bist tot, danke. Warum denn auf einmal so viele von den Mistviechern? Noch wer? Jo, hab's gesehen, ist okay. Komm ich zu dir hin? Kann ich dich hacken? Ja, kann ich. Oh, Alter, ey. Ups. Hatte ich leider das Falsche in der Hand, aber ist mir egal. Das ist aber keine echte Katze gewesen, das sieht echt nach einer Spielzeugkatze aus. Jo, vergiss es. Napalm und eine Batterie. Das sind schwere Zeiten. Wir waren unhöflich, unflätig, unkultiviert. Komm her. Ich ja, komm her. Zeit nicht gestohlen, du Ungeheuer. Oh mein Gott, ich ertrinke im Blut. Danke für den Besuch. Kann ich das? Ist ja gefragt, das Ding ist, wird mir jetzt halt hart um die Ohren fliegen, wenn ich jetzt da reinlaufe, ne? Heißt, ich kann da nur von der anderen Seite gut rein. Da muss ich lang. Was ist da unten eigentlich? Das ist nur der Anfangsbereich, ne? Psst. Oh. Hoppala. Hast du den F gedrückt statt R? Na ja, gut, ionischer du Arsch! Kommt sie einfach von hinten an der Art? Okay, ich werde wahrscheinlich bald lernen, wie ich mir Zeug selber crafte. So eine reine Vermutung meinerseits. Achso, warte mal, hinten könnte ich theoretisch ja auch nochmal shoppen, ne? Bremskasten, Napalm, Stickstoffgranate. Nur Hecken, ionischer Schrot und Füll. Ah, ne. Genau, und hier ist ja das mit den Monetas. Diese Wires, genau. Ach, Schrotmuni. Kann ich? Ja, kann ich, alles klar. Aber ich brauche die Anfangspfeile, alles klar. Da ist nochmal Film. Die hat nichts mehr. Die kann auch nichts mehr. Die
liegt jetzt nur noch rum. Employees only, Rapture Metro. Doch nochmal. Ne, komm, ich mache hier jetzt einen Cut, glaube ich. Naja, bis zum nächsten Mal bei Bioshock. Bis dahin, reingehauen.